Name ist Daniel Klappenbach. Ich bin Geschäftsführer bei den Aktiva-Werkstätten im Oberlinhaus. Wir befinden uns gerade in Hermannswerder, wo unser Hauptsitz ist. Die Werkstatt hat 400 Beschäftigte. Davon ist ein Teil psychisch erkrankt und ein Teil geistig behindert oder auch körperlich behindert. Wir produzieren vielfältige Arbeiten. Metallbau, Keramikwerkstatt, Aktenvernichtung, Digitalisierung, Korbflechten und noch viele Montagearbeiten finden bei uns statt. Aber auch die Pulverbeschichtung. Das kennen die Potsdamer, die kommen dann oft mit ihren Fahrrädern zu uns oder den alten Mopeds, die wir dann wieder neu beschichten. Und wie viele Stunden werden hier gearbeitet? Unsere Beschäftigten arbeiten um die 36 Stunden in der Woche, wobei man die Pausen gelten bei uns mit als Arbeitszeit. Weiterhin gibt es in der Arbeitszeit für unsere Beschäftigten noch Weiterbildungsangebote wie Deutschkurse, wie Sportkurse, wie Rechnen, Kunst- und Kreativkurse. Das ist alles in den 36 Stunden mit drin. Und werden hier auch irgendwelche, für welche, die nicht arbeiten können, beschäftigt? Ja, wir haben hier auch den Förder- und Beschäftigungsbereich. Dort sind die Menschen tätig, die noch nicht arbeiten können. Die werden hier aber systematisch auf die Arbeit vorbereitet und die haben aber jetzt keinen Produktionsauftrag. Also werden sie so wie gefördert mit Therapie oder wie? Ja, das ist dann so, auch eine Tagesstruktur wird hier gewährleistet auf das Zwei-Milieu-Prinzip, dass man nicht alles zu Hause machen muss oder im Wohnheim, sondern dass man auch wie jeder arbeitende Mensch auch das Haus verlässt und dann einen anderen Arbeitsort aufsuchen kann. Und wie viele Standorte gibt es? Wir haben 5 Standorte. Der am weitesten entfernt ist in Michendorf. Dann gibt es in Babelsberg im Oberlinhaus einen Standort. Und hier auf Hermannswerder haben wir 3 Standorte. Der Metallbau und die Digitalisierung sind an der Küsselstraße. In der Leiterstraße ist ein Montagebereich. Und hier, wir befinden uns hier am Hauptstandort. Besten Dank. Gut. Ach, was.